liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir im letzten Jahr den Haushalt für dieses Jahr, fürs Jahr 2022 debattiert haben, ich glaube, da überwog die Zuversicht, dass wir die Pandemie und dass wir die damit verbundene Wirtschaftskrise zumindest zu weiten Teilen überstanden hatten. Wir konnten die ökonomischen Folgen so gut es geht begrenzen und wir konnten mit vorsichtiger Zuversicht, ja, und ich finde, wir konnten auch mit Hoffnung nach vorne blicken. Mit einer Mischung aus Vorsorge, aus Konsolidierung, aus Zukunftsinvestitionen wollten wir in diesem Jahr robust, wollten wir in diesem Jahr dynamisch aus der Krise kommen. Und trotz der widrigen Umstände ist uns das eigentlich auch ganz gut gelungen. Aber die kommenden Monate, die werden nicht einfach. 2022 war und ist eben nicht das Jahr des dynamischen Aufbruchs. Nein, das Jahr 2022 ist das Jahr des Übergangs von der einen Megakrise in die nächste. Und diese Krise, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die wird uns lange begleiten. Der Angriff von Russland auf die Ukraine und auch die Folgen und sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Folgen sind eine ganz andere Herausforderung, als es die Pandemie gewesen ist. Denn dieser Krieg, der bedroht ja unsere europäische Friedensordnung, er bedroht unser erfolgreiches Wirtschaftsmodell, ja, und er bedroht damit auch unseren Wohlstand, unsere Freiheit und unsere gemeinsamen Werte. Und auch wenn wir uns eigentlich gewünscht hätten, dass wir mit diesem Doppelhaushalt die Krise endlich hinter uns lassen, rauszukommen aus diesem Krisenmodus, so müssen wir anerkennen, dass wir Haushaltspolitik weiterhin unter Krisenbedingungen machen müssen. Und deswegen bleibt uns auch nichts anderes übrig. Wir müssen diese Krise annehmen und wir müssen dabei auch verinnerlichen, dass sie uns mehr als nur das nächste Jahr beschäftigen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Doppelhaushalt 2023-2024, der Tatsache müssen wir ins Auge schauen, es wird ein schwieriger Haushalt. Wir hatten selten einen so hohen Investitionsbedarf, wir hatten selten einen so hohen Entlastungsbedarf für die Menschen, für die Bürger, für die Unternehmen und wir hatten zusätzlich selten einen so hohen Konsolidierungsbedarf, weil wir 2,5 Jahre Pandemie mit allen Herausforderungen hinter uns haben. Also das alles, investieren, entlasten, konsolidieren, das alles müssen wir stemmen. Und das alles müssen wir stemmen in Zeiten höchster Unsicherheit. Und wir wissen auch nicht heute, ob wir in diesem Winter oder möglicherweise im nächsten Winter in eine Gasmangellage kommen. Und deswegen müssen wir diesen Risiken vorbeugen, wir müssen Vorsorge treffen. Und da können wir nicht alle noch so guten Ideen und noch so guten Pläne in diesem Haushalt umsetzen. Deswegen haben wir in diesem Regierungsentwurf klar priorisiert. Und wir können ja dennoch mit 121 Milliarden Euro in den kommenden 2 Jahren planen. Das ist also kein Sparhaushalt, das ist ein fokussierter Haushalt, es ist ein verantwortungsvoller Haushalt. Und ich finde, ja, es ist der richtige Haushalt in dieser Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Krisenzeiten müssen die dringlichen Dinge erledigt werden, ohne dass die wichtigen, ohne dass die strategischen Herausforderungen hinten runterfallen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur so unseren Wohlstand, unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Innovationskraft und am Ende auch den sozialen Zusammenhalt bei uns im Land erhalten können. Und der Ernst der Lage, ja, der ist auch in Zahlen ablesbar. Die Bekämpfung der Pandemie hat Spuren auch im Landeshaushalt hinterlassen, tiefe Spuren, 15 Milliarden Euro neue Schulden in den Jahren 2020, 2021. Hinzu kommen aktuell rund 135.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die seit dem russischen Angriff zu uns nach Baden-Württemberg gekommen sind, darunter 50.000 Kinder und Jugendliche, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und hier Schutz suchen. Das sind in 8 Monaten mehr als in den Jahren 2015, 2016 zusammen. Und das ist für uns als Land, das ist für unsere Städte und Gemeinde natürlich eine enorme Herausforderung, denn die Menschen brauchen ja nicht nur eine Unterkunft. Sie brauchen medizinische, sie brauchen psychologische Betreuung, die Kinder brauchen Kita-Plätze, sie brauchen Schulen, die Studierenden Platz an unseren Universitäten und für all das brauchen wir natürlich Personal, wir brauchen Räume, wir brauchen finanzielle Mittel und angesichts der angespannten Lage in den übrigen Krisenregionen der Welt
kommen ja auch vermehrt Menschen aus anderen Regionen zu uns und davon sind wir ja nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit betroffen. Und die Situation der ukrainischen Geflüchteten, meine Damen und Herren, das ist das eine. Sie sind direkt vom Terror Russlands betroffen und es ist selbstverständlich und es ist unsere humanitäre Verantwortung, ihnen bei uns Sicherheit und Schutz zu bieten. Und wir streiten ja in diesen Zeiten zu Recht ums Geld. Aber ich glaube auch an der Stelle, einfach um auch die Relation zu verstehen, müssen wir uns das nochmal vor Augen führen, dass unsere Kosten sich in Euro beziffern. Und das können wir tragen, das können wir stemmen. Aber die Menschen aus der Ukraine zahlen mit dem Verlust ihrer Existenzen. Sie bezahlen mit Entwurzelung und Tausende haben den russischen Imperialismus mit ihrem Leben bezahlt. Und da gebietet es Anstand und es gebietet unsere Menschlichkeit, an unserer Unterstützung keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, meine Damen und Herren. Ich will aber auch sagen, dass wir bei einer fairen Verteilung der Lasten auch den Bund nicht aus der Verantwortung lassen können. Es gibt eine klare Zusage für eine Anschlussfinanzierung für die Menschen, die nicht aus der Ukraine zu uns flüchten. Da werden bislang die Länder komplett hängen gelassen. Und da braucht es jetzt bei der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz endlich eine Lösung. Von mir aus, wir auch mit einem Machtwort des Bundeskanzlers, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch unsere Bürgerinnen und Bürger sind von den Folgen des Krieges betroffen. Ich habe ja den Entlastungsbedarf auch angesprochen. Es betrifft die Menschen ebenso wie die Unternehmen bei uns im Land. Im vergangenen Monat lag die Inflationsrate bei atemberaubenden 10%. Inflation, das muss man sich vor Augen führen, das heißt erstmal, dass wir alle objektiv ärmer werden. Und Treiber dieser Inflation ist der Energiekrieg, ist der Rohstoffkrieg Russlands. Schon vor dem Angriff gegen die Ukraine hat ja der russische Präsident Rohstoffe und das Gas ganz gezielt als geopolitische Waffe eingesetzt. Und da möchte ich die Bundesregierung auch ausdrücklich loben. Die Geschwindigkeit, in der es gelingt, Deutschland aus der fatalen Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu befreien, das ist beeindruckend. Davor habe ich Respekt und das verdient unsere Anerkennung allen voran gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe vom Dringlichen und vom Wichtigen gesprochen und in dieser Situation steht es außer Frage, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass wir unsere Unternehmen entlasten, gerade kleinere und mittlere Unternehmen. Beides ist dringlich, beides ist extrem dringlich, denn die Energiekrise, die trifft Menschen und sie trifft Unternehmen mit voller Wucht und die Existenzsorgen, ja, die reichen bis weit in die Mittelschicht hinein. Und einige meinten ja noch kurz vor Kriegsbeginn, dass Nord Stream keine politische, sondern eine rein geschäftliche Angelegenheit sei. Und auch das hat zu einer Abhängigkeit von russischem Gas geführt. Und diese Abhängigkeit, die hat uns verwundbar gemacht. Und da hat die Bundesregierung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr abgesenkt. 1,4%. Wir kamen mal von 4%. Und fürs nächste Jahr beziffert sie sie auf minus 0,4%. Und das bedeutet, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten 2 bis 3 Quartalen in eine Rezession abrutschen wird. Und das gleichzeitig bei einer weiterhin hohen Inflation. Prognose liegt bei 7% für das nächste Jahr. Und deswegen gilt in dieser aktuellen Situation vor allem Krisenbewältigung und Risikomanagement. Und diese Krisenbewältigung, die muss effektiv und sie muss passgenau sein. Die Pandemie hat die öffentlichen Haushalte stark belastet und Hilfen mit der Gießkanne, das können wir uns auf Dauer einfach nicht leisten. Und ebenso können wir uns nicht leisten, dass wie in der Pandemie angekündigte November- oder Dezemberhilfen irgendwann erst im Frühjahr ausbezahlt werden. Und das sage ich auch in Richtung Berlin. Auf die Idee einer Gaspreisbremse hätte man früher kommen können, ja, vielleicht früher kommen müssen. Ich habe gemeinsam mit der wirtschaftsweisen Veronika Grimm im Sommer einen Vorschlag gemacht für eine intelligente Gaspreisbremse mit Sparanreizen. Jetzt liegt ein fast identischer Vorschlag von der Gaskommission auf dem Tisch, aber der muss jetzt eben auch ohne Verzögerung umgesetzt werden, denn davon wird am Ende abhängen,
wie tief die Rezession im nächsten Jahr sein wird. Und auch die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja das zuletzt bekräftigt. Und wenn jetzt auch der Bundeskanzler in Aussicht stellt, dass das Instrument möglicherweise schon im Januar, dann, wenn noch geheizt wird, kommt und nicht erst im März, ja, dann bewegt sich doch was, und zwar in die richtige Richtung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe das letzte oder vorletzte Woche in der Debatte gesagt und ich sage es auch heute, als Land werden wir unseren Anteil an den Hilfspaketen tragen, selbstverständlich. Und das haben wir auch bei den ersten beiden Entlastungspaketen gemacht. Übrigens, obwohl da Instrumente wie Tankrabatte und Umsatzsteuersenkungen drinstecken, die jetzt nicht gerade zielgenau und nicht gerade effektiv sind, aber die Energiepreispauschale, die Einmalzahlung für Leistungsempfänger oder auch die von uns vorgeschlagenen Erhöhungen vom steuerlichen Grundfreibetrag oder vom Arbeitnehmerpauschbetrag, das kommt ganz konkret bei den Menschen und bei den Unternehmen an und das mildert die Folgen der Inflation. Und wir haben in Vorausschau in diesem Regierungsentwurf auch für Steuersenkungen noch einmal 460 Millionen Euro als Mindereinnahmen einkalkuliert. Ja, heute sind wir alle schlauer. Heute wissen wir, das wird vorne und hinten nicht reichen mit Blick auf das dritte Entlastungspaket. Und deswegen müssen wir nach der Herbststeuerschätzung noch einmal nachjustieren. So viel steht heute schon fest. Und die ersten Hinweise zu dieser Steuerschätzung zeigen ja, dass die Zahlen ganz gut aussehen. Aber trotzdem, es bestehen weiterhin viele Unsicherheiten. Noch immer gibt es keine faire Verständigung über die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Das dritte Entlastungspaket des Bundes wird dem Land Baden-Württemberg und seinen Kommunen in den kommenden beiden Jahren knapp 5 Milliarden Euro abverlangen. Das schüttelt niemand einfach so aus dem Ärmel. Und ich wiederhole auch das, was ich vor zwei Wochen in der Debatte sagte. Es gebieten Respekt und es gebietet der Ernst der Lage, dass wir frühzeitig in solche Pläne einbezogen werden, dass wir nicht aus der Zeitung von Ihnen erfahren. Ansonsten ist seriöse und verlässliche Finanzpolitik einfach nicht möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur Transparenz und zur Verlässlichkeit gehört aber auch ein seriöser Umgang mit der Schuldenbremse. Ich kann heute nicht seriös sagen, ob wir krisenbedingt in den kommenden beiden Jahren auf die Ausnahmekomponente in der Schuldenbremse gänzlich verzichten können. Das weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir mit diesem Haushalt und mit diesem Regierungsentwurf unser Bestes dafür geben, dass uns das gelingt. Aber ob wir das schaffen, das hängt von der weiteren Energiekrise ab. Und wenn diese Krise zu einer Gasmangellage kommt, dann kann es natürlich eng werden. Ich finde, darüber muss offen gesprochen werden. Und die Schuldenbremse ist darauf ausgerichtet, dass der Staat in extremen Ausnahmesituationen handlungsfähig bleibt. Und mit diesem Instrument werden wir sehr verantwortungsvoll umgehen. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch ein Stück weit vom Bund. Die Schuldenbremse 2023 auf dem Papier einzuhalten und nebenher mit Schattenhaushalten und Sondervermögen zu jonglieren, oft sind es ja diejenigen, die die Schuldenbremse vermeintlich am stärksten hochhalten, aber durch, ich sage es jetzt mal euphemistisch, ihr kreatives Management sie am ehesten umgehen und nachhaltig beschädigen. Einige fühlen sich ja offenbar angesprochen. Jeder muss für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Aber unser Weg ist das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr gut. Eine weitere Lehre aus der Pandemie ist, dass eine Vielzahl von bundeslandspezifischen Programmen nebenher weder hilfreich noch sinnvoll sind. Auch deswegen hat das gemeinsame Handeln von Bund und von Ländern in dieser Krise absolute Priorität. Und solange die geplanten Maßnahmen und solange die geplanten Hilfsprogramme des Bundes noch in der Schwebe sind, macht es auch keinen Sinn, parallel eigene Aktivitäten zu starten. Und natürlich sehen wir die Not vieler Betriebe. Nehmen wir mal das Bäckereihandwerk. Und für uns ist klar, wenn es blinde Flecken und Leerstellen bei den Bundeshilfen geben sollte, Herr Stoch, dann werden wir als Land nachsteuern. Das steht außer Zweifel. Und jetzt kommt das Entscheidende. Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik werden wir dann auch in der Lage sein. Darauf können die Menschen und die Unternehmen im Land sich darauf verlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und zu dieser vorausschauenden Finanzpolitik gehört auch eine angemessene Risikovorsorge. Das hat uns schon auch erfolgreich durch die Pandemie und den bisherigen Haushalt gebracht. Wir sind das Jahr 2022 bislang ohne größere Verwerfungen durch das Jahr gekommen, trotz anhaltender Pandemie und der aktuellen Energiekrise. Und im aktuellen Haushalt haben wir Vorsorge für Risiken und für anstehende Aufgaben getroffen. Und dafür haben wir zweckgebundene Rücklagen gebildet, damit wir in der Krise eben handlungsfähig sind. Und diese vorausschauende Finanzpolitik, ja, die führen wir mit diesem Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt fort. Denn die Inflation, die trifft ja auch uns als Land. Ja, wir profitieren von steigenden Steuereinnahmen und gleichzeitig sind wir Bauherr, wir sind Immobilienverwalter, 8000 Liegenschaften im Land, uns laufen die Energiepreise davon, auf den Baustellen des Landes explodieren die Baupreise und auch in anderen Bereichen steigen unsere Kosten ins Unermessliche. Und deswegen haben wir in dem Haushaltsentwurf auch eine Inflationsrücklage gebildet von 1 Milliarde Euro. Wenn man aber mal bei einem Gesamtvolumen von 121 Milliarden Euro und ganz grob 10% Inflation rechnet, was das bedeutet, dann sieht man, dass so ein Puffer eben auch schnell an seine Grenzen kommt. Und deswegen haben wir auch der Rücklage für Haushaltsrisiken 1,3 Milliarden Euro zugeführt. Damit sind wir unter anderem in der Lage, zusätzliche Kosten für Geflüchtete zu stemmen. Damit sind wir in der Lage, auch im Rahmen der Pandemie Vorsorge und Bekämpfung notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Und wenn weitere Entlastungspakete oder Hilfen geboten sind, dann sind wir auch handlungsfähig. Ich habe ja die Herausforderung benannt, vor der wir als Land und vor der auch unsere Kommunen stehen. Und deswegen ist diese Vorsorge mehr als geboten. Und wenn uns die schon erwähnte Steuerschätzung noch zusätzliche Möglichkeiten eröffnet, dann sollten wir die Vorsorge für Risiken im parlamentarischen Verfahren auch weiter stärken. Und dabei werden wir auch selbstverständlich die Bedarfe unserer Kommunen im Blick haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind natürlich immer auch mit zwangsläufigen Mehrausgaben konfrontiert. Die haben vor allem einen gesetzlichen oder einen vertraglichen Hintergrund und die sichern wir auch mit diesem Haushalt ab. Da gehört zum Beispiel dazu höhere Mittel für die Kommunen, für die vorläufige Unterbringung für Geflüchtete. Da geht es um Maßnahmen im Bereich der Inklusion. Da geht es um Schaffung von zusätzlichen Haftplätzen. Es geht um die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder. Es geht um Aufwendungen für das Wohngeld. Es geht um die Stärkung der Zentren für Psychiatrie und es geht um erhöhte Ausgleichsleistungen für die Kommunen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes und auch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des Registermodernisierungsgesetzes mit Mitteln in Höhe von 117 Millionen Euro. Eine große Summe, weil wir auch die Modernisierung unserer Verwaltung als Schwerpunkt in diesem Haushaltsentwurf definiert haben. Und ganz konkret Digitalisierung. Wir investieren in dieses Megathema und wir investieren ganz gezielt in die Modernisierung unserer Verwaltung, denn sie ist ja Voraussetzung für einen funktionierenden, in der Krise handlungsfähigen Staat. Und dafür brauchen wir eine gut aufgestellte Verwaltung. Und ja, da haben wir auch Nachholbedarf. Und deswegen investieren wir ganz konkret in den weiteren Breitbandausbau. Wir haben es heute Morgen ja schon gehört in der Debatte, in bessere digitale Verwaltungsleistung im Rahmen des OZG, in die digitale Ertüchtigung unserer Regierungspräsidien, in die digitale Justiz, in weitere Digitalisierung unserer Schulen, in die digitale Ausstattung unserer Polizei und Sie alle haben ja auch von dem jüngsten Hackerangriff auf die Heilbronner Stimme gelesen, auch in unsere Cybersicherheit, da kann man nicht zu wenig machen. Und ganz besonders wichtig, wir investieren in die Digitalisierung unserer Antragsverfahren, Bauanträge, Förderanträge, Genehmigungsverfahren, beispielsweise im Ausbau der Windenergie. All das soll in Zukunft digital möglich werden. Wir machen die öffentliche Daseinsvorsorge fit für die Zukunft. Der Staat muss einfach funktionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören aber auch unsere Schulen, dazu gehört auch unser Rechtsstaat. Und deswegen gehen wir weiter den Weg, den wir mit dem Haushalt im Jahr 2022 begonnen haben. Thema Bildung, wir schaffen 700 neue Lehrerstellen und wir schaffen ein Paket für
Bildungsqualität und für Bildungsgerechtigkeit, indem wir unter anderem multiprofessionelle Teams an den Grundschulen etablieren und indem wir auch pädagogische Assistenten stärken und weiter einsetzen. Und wir steigern die Attraktivität des Lehrerberufs mit einem freiwilligen pädagogischen Jahr, um dem anhaltenden Lehrermangel, den wir haben, an unseren Schulen auch zu begegnen und auch schon frühestmöglich Menschen für diesen wichtigen Ruf zu begeistern. Und auch unsere Schulleiterinnen und Schulleiter werden wir weiter entlasten, damit sie ihrer wichtigen Aufgabe in den Schulen ganz konkret wahrnehmen können. Ebenso beim Thema Sicherheit und Rechtsstaat. Wir führen die Einstellungsoffensive der Polizei und unserer Justiz fort. Dafür schaffen wir 300 neue Stellen für Polizistinnen und Polizisten und können damit alle Absolventen übernehmen. Wir stärken den Justizvollzug mit 273 Neustellen und wir stärken die übrigen Bereiche im Bereich der Justiz mit weiteren 177 Stellen, vor allem für die Einrichtungen eines Cybercrime-Zentrums sowie die Bekämpfung sexualisierter Gewalt und der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität. Und ja, ich höre, an diesen neuen Stellen gibt es wieder einmal Kritik, aber das muss ich schon sagen, diese Kritik hört sich immer so an, als wären das jetzt zusätzliche Stellen für die persönlichen Stäbe von Ministerien. Es geht doch hier um öffentliche Daseinsvorsorge und es hat erst einmal nichts mit dem Regierungsapparat zu tun. Und ich finde, unsere öffentliche Daseinsvorsorge, die muss uns das wert sein. Bildung, innere Sicherheit, Justiz, staatliche Bauinvestitionen, das sind Kernaufgaben der Landesverwaltung. Da müssen wir in Zukunft auch gut aufgestellt sein, wenn wir liefern wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit komme ich zum zweiten Schwerpunkt dieses Haushalts, dem Klimaschutz. Und auch wenn Pandemie und der Krieg in der Ukraine das Thema zumindest gefühlt in den Hintergrund gedrängt haben, die Klimakrise läuft ungebremst weiter und sie spitzt sich zu. Und wir haben das in diesem Sommer global wieder erleben und beobachten müssen. Und wir haben zudem gesehen, dass der russische Energiekrieg gegen die demokratischen Staaten in Europa schonungslos auch die falschen energiepolitischen Entscheidungen in der Vergangenheit offengelegt haben. Denn es war ein Fehler, sich bei den Gaslieferungen von Russland abhängig zu machen. Es war ein Fehler, die Gasspeicher an Gazprom zu verkaufen. Es war ein Fehler, Nord Stream 2 gegen die Bedenken unserer amerikanischen Freunde, unserer osteuropäischen Partner zu bauen. Und ja, den Schuh müssen wir uns alle anziehen. Ja, es war ein Fehler, die Energiewende über Jahre auszubremsen, mit immer mehr Bürokratie zu versehen. Und deswegen bin ich froh, dass auch durch das Osterpaket des Bundeswirtschaftsministers und der Bundesregierung jetzt auch erste Hürden abgebaut wurden. Und mit diesem Haushalt legen auch wir im Land, weil selbstverständlich tragen auch wir eine Verantwortung, wir im Land beim Klimaschutz noch einmal zu. Ich habe die digitalen Verfahren zur Genehmigung bereits angesprochen, weil wir nicht damit zufrieden sein können, dass es 5 oder 7 Jahre dauert, ein Windrad zu planen und aufzustellen. Und auch unsere Regierungspräsidien statten wir deswegen für die Energiewende besser aus. Der erfolgreiche Ausbau von erneuerbaren Energien, da geht es ja nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern es geht wirklich um den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes, um energiepolitische Souveränität. Und wenn man mit Unternehmen im Land spricht, dann hört man immer die gleichen Begriffe: Infrastruktur, Fachkräfte, aber zunehmend eben auch billige, nachhaltige, grüne Energie. Das ist wichtig für die Ansiedlung von Unternehmen. Und es ist kein Naturgesetz, dass ein starkes Land wie Baden-Württemberg, dass alle Unternehmen immer zu uns kommen oder hier bleiben. Und deswegen müssen wir uns auch beim Ausbau der Erneuerbaren weiter anstrengen. Und das tun wir mit diesem Regierungsentwurf. Anstrengen werden wir uns auch auf dem Weg zu einer klimaneutralen Verwaltung. Das Ziel, 2030 klimaneutral zu sein, das ist gigantisch, das ist ambitioniert. Viel CO2 wird durch unsere Landesgebäude verbraucht. Etwa die Hälfte unserer Gebäude wird mit Gas beheizt. Hier liegt für uns übrigens die allergrößte Herausforderung auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Verwaltung. Und deswegen richten wir, auch was die Bauverwaltung angeht, im Doppelhaushalt 2023-2024 uns noch stärker an diesen Klimaschutzzielen aus. Wir werden auch den PV-Ausbau auf unseren Gebäuden verstärken, explizit auch auf den großen Universitätskliniker bei uns im Land.
Und gerade hier hat ja die Opposition immer kritisiert, dass wir Nachholbedarf haben. Und da sage ich, ja, das stimmt, das stimmt. Und deshalb wollen und müssen wir an dem Tempo zulegen und werden auch an unseren Universitäten klimaschutzrelevante Maßnahmen beschleunigen. Und auch in weiteren Bereichen investieren wir in das Klima. Ich will ganz exemplarisch nennen die Wärmestrategie und die Wasserstoff-Roadmap. Und wir haben ja schon unheimlich viele Mittel im Bereich Klimaschutz in der mittelfristigen Finanzplanung hinterlegt. Und jetzt kommen zusätzlich noch einmal knapp 100 Millionen Euro für den Klimaschutz und damit für die Zukunftsfähigkeit des Landes dazu. Über das Dringliche verlieren wir also nicht das Wichtige aus dem Blick, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Wichtigen gehört selbstverständlich auch, wir sind Industrieland, zum Wichtigen gehört auch das wirtschaftliche Geschäftsmodell von Baden-Württemberg. Und wobei es darum geht, zumindest wobei es darum auch geht, das konnten wir ja gerade bei einer Delegationsreise zusammen auch mit Parlamentariern uns in den USA anschauen, eine pulsierende Gründerkultur, Top-Universitäten, Spitzenforschung, innovative Unternehmen, mehr Attraktivität für Risikokapital. Und ja, unser Land ist finanziell gesund und es ist wirtschaftlich stark und deswegen haben wir erstmal eine verdammt gute Ausgangslage. Aber damit das auch so bleibt nach der Energiekrise, damit das auch so bleibt nach der Transformation, ja, da müssen wir uns schon noch anstrengen und da sind unsere exzellenten Hochschulen und die unternehmerischen Ökosysteme um sie herum wirklich ein zentraler Schlüssel, denn sie sind der Ort, an dem Innovationen entstehen, sie sind der Ort, an dem Zukunftstechnologien entstehen und sie sind der Ort, wo Fachkräfte ausgebildet werden und deswegen investieren wir auch unter anderem weiter in das Cyber Valley. Wir investieren weiter in die laufenden Hochschulfinanzierungsvereinbarungen, wo die Mittel aufwachsen für Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, wie Life Science und wir statten die Universitäten noch einmal mit knapp 5 Millionen Euro aus, damit sie sich auf die kommende Ausschreibungsrunde der Exzellenzstrategie vorbereiten können, damit wir die Spitzenforschung bei uns im Land stärken können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Forschung ist das eine, Universität ist das andere und wir müssen natürlich schauen, wie kommen wir stärker in die Anwendung, in die Kommerzialisierung von Ideen und deswegen führen wir auch erfolgreiche Instrumente fort. Ich nenne das Startup BW Pre-Seed und das Startup BW Accelerator. Auch dafür nehmen wir Mittel in die Hand, denn das sind die Innovationen, denn das sind die Mittelständler von morgen und auch im Rahmen der Ansiedlungsstrategie bauen wir BW International zu einer zentralen Standortförderungsagentur aus. Wir installieren Ansiedlungs-Scouts, damit wir nicht nur erfolgreiche Unternehmen, die wir hier haben, halten können, sondern damit wir auch neue hinzugewinnen. Und das tun wir alles, damit wir auch in 10, damit wir auch in 15 Jahren noch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das Dringliche tun und das Wichtige nicht vergessen. Auch hier halten wir das Land mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf auf dem richtigen Kurs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, in dieser Zeit höchster Unsicherheit legen wir für die kommenden 2 Jahre einen ehrlichen, einen fokussierten Haushaltsentwurf vor, der die Krise annimmt und der die Finanzwende, die Zeitenwende finanzpolitisch durchbuchstabiert. Und dieser Entwurf orientiert sich, ich hatte es gesagt und ich wiederhole es gerne, am Investitions-, am Entlastungs- und am Konsolidierungsbedarf. Und er erhält eine angemessene Risikovorsorge für eine schwierige Zeit, nicht Wochen, nicht Monate, eher 1 bis 2 Jahre. Und vor dem Hintergrund der laufenden Pandemie und gestörter Lieferketten und der Energiekrise und der sich anbahnenden Rezession mit all Unsicherheiten, die damit einhergehen, setzen wir in diesem Haushaltsentwurf die richtigen Schwerpunkte. Er sorgt vor, er fährt auf Sicht. Und trotzdem beinhaltet er wichtige Investitionen in die Zukunft, in einen funktionierenden Staat, in Klimaschutz, in Innovationen und in die soziale Infrastruktur. Und ja, der Staat steht gerade vor gewaltigen Herausforderungen und muss mit verschiedenen Krisen gleichzeitig umgehen. Das ist ein Stresstest für uns in der Politik, aber es ist auch ein vehementer Stresstest für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde, dieser Haushaltsentwurf gibt eine verantwortungsvolle Antwort auf diese Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und so ein Regierungsentwurf, das ist keine One-Man- oder One-Woman-Show, sowas geht nur im Teamplay.
Und deswegen will ich mich bedanken, zuallererst für den unermüdlichen Einsatz von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seitdem ich jetzt 1,5 Jahre im Amt bin, arbeiten die am Anschlag. Ich hoffe, da gibt es keinen Zusammenhang. Ich glaube, das war vorher schon der Fall, als die Pandemie uns beschäftigt hat und die wirklich jeden Tag und oft bis spät in die Nacht und auch am Wochenende wirklich rattern. Und ebenso danke ich natürlich den Mitgliedern der Landesregierung, der Haushaltskommission. Ich bedanke mich bei den beiden finanzpolitischen Sprechern der Fraktionen Rösler und Wald. Ich möchte mich bedanken bei den beiden Fraktionsvorsitzenden Schwarz und Hagel. Und ich glaube, man kann an der Stelle noch mal betonen, in Krisenzeiten geht es um Verlässlichkeit und es geht darum, die Interessen des Landes mit aller Kraft zu vertreten. Ich glaube, dass wir das als Koalition ganz gut hinbekommen. Und mit der Steuerschätzung Ende dieser Woche sehen wir dann auch ein bisschen klarer, wie sich die aktuellen Krisen auf die Steuereinnahmen weiter auswirken. Und wir werden hoffentlich schnell auch aus Berlin dann Konkretes zu den geplanten Hilfsmaßnahmen bekommen. Denn auch hier müssen wir, besser gesagt, auch hier müssen Sie als Haushaltsgesetzgeber dann auch die Auswirkungen einkalkulieren und im weiteren parlamentarischen Verfahren nachsteuern, denn die Lage bleibt insgesamt sehr dynamisch. Und last but not least, ich möchte mich auch bei den Abgeordneten der Opposition ebenso dafür bedanken. Unsere Demokratie ist stärker, unsere Demokratie ist gefestigter, als es der russische Präsident sich überhaupt hätte vorstellen können. Und in einer Demokratie tragen dafür immer beide Seiten Verantwortung, Regierung wie Opposition. Das ist ein Zeichen von Stärke und deswegen auch Ihnen vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Beratung hier im Plenum und dann im Finanzausschuss. Herzlichen Dank.